Hallo Leute, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video. Dieses Mal baue ich kein Modell zusammen, sondern ich zeige euch meine Modelle, von denen ich mich trennen möchte. Ich habe sie bei eBay Kleinanzeigen inseriert und die Links findet ihr alle in der Beschreibung. Ja, ich möchte Platz schaffen für neue Modelle. Ich habe ja noch einen unzusammengebauten A380 hier stehen, für den ich Platz schaffen muss. Ja, und dann geht es jetzt erstmal los. Hier haben wir als erstes den Airbus A320 mit der Air Berlin Livery. Das ist der erste Flieger, den ich damals hier auf dem Kanal zusammengebaut habe. Das war im Jahr 2016 und seitdem steht er auf meinem Regal. Und dafür möchte ich gern 20 Euro haben. Das Video, wo ich ihn zusammengebaut habe, verlinke ich euch. Und hier haben wir die Titanic. Das ist, glaube ich, das letzte Modell, was ich hier mit euch zusammengebaut habe. Das war noch Anfang 2021. Tja, die Titanic ist knapp 40 cm lang. Ja, dafür hätte ich auch gern so 20 Euro. Auch das Video zu dem Zusammenbau verlinke ich euch unten. So, hier haben wir ein Polizeiauto. Das habe ich überhaupt nicht auf YouTube gezeigt. Das habe ich 2017 spontan gekauft und dann zusammengebaut. Ja, dafür hätte ich auch gerne 10 Euro oder 15 Euro. Auch das ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Ach, das Auto ist übrigens 20 cm lang und ungefähr 9 cm breit. Und hat auch einen Innenraum. So, hier haben wir ein Spaceship, SpaceX. Das besteht aus einem Trägerflugzeug und in der Mitte haben wir nochmal ein kleineres Flugzeug. Und das ist für den Weltraumtourismus gebaut. Auch dafür hätte ich gern 10 Euro und auch davon findet ihr den Link in der Beschreibung. Das wollte ich damals auf YouTube zusammenbauen, habe aber nur das Unboxing hochgeladen und mehr Videos habe ich gar nicht produziert. Und hier kommt der Apache AH-64, den habe ich auch damals auf YouTube zusammengebaut. Dafür hätte ich gern 10 Euro und der ist 20 cm lang und 15 cm breit, falls ihr den haben möchtet. Auch dazu verlinke ich euch das Video in der Beschreibung. So, hier kommen wir zu dem Flieger, auf den ich am meisten stolz bin, der meiner Meinung nach auch einfach am schönsten geworden ist. Das ist der Fanhansa Siegerflieger. Damit ist damals die deutsche Fußballnationalmannschaft aus Brasilien zurück nach Deutschland gekommen. Kurz nach dem WM-Finale wurde damals die Lufthansa Livery ausgetauscht durch eben die Fanhansa Livery. Und ja. Den habe ich auch 2016 zusammengebaut, auch nicht auf YouTube gezeigt bisher. Da hätte ich gern 35 Euro für, auch dazu findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Das war's jetzt erstmal mit diesem Video soweit. Morgen ist Silvester, ich wünsche euch einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und gebt dem Video ein Like, lasst ein Abo da, wenn ich wieder auf YouTube aktiv werden soll. Ich sage einfach mal, bis bald.